Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein Name ist Benjamin Brömme. In der zweiten Folge des Interviews mit dem Personal Trainer, Seminarleiter und Buchautor Wolfgang Unselt geht es unter anderem um die größten Fehler, die Sportler immer wieder im Zusammenhang mit Krafttraining begehen, wie man am besten Maximalkraft trainiert, wie man Krafttableaus überwindet und was es eigentlich mit dem von ihm entwickelten Kniebeugenurlaub auf sich hat. Wenn dich die Antworten auf diese Fragen genauso interessieren wie mich, dann bleib einfach dran. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Podcast aus Frankfurt am Main. Was sind so die größten Fehler, die du im Zusammenhang mit Krafttraining immer wieder zu hören bekommst? Definitiv die Nummer eins ist, ich brauche kein Krafttraining, um schnell zu sein. Das ist basierend auf simpler Physik, es ist einfach nicht korrekt. Auf hohem Leistungsniveau, vor allem in Deutschland, das Krafttraining, das gemacht wird, das ist sehr solide. Jedoch auf mittlerem Leistungsniveau ist oftmals, dass die Kraft, das Kraftlevel einfach nicht da ist, um die Kräfte zu generieren, um so schnell zu sein, wie man sein möchte. Das ist definitiv der Punkt. Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Das heißt, Maximalkraft ist die Basis für Explosivkraft. Insbesondere auf unterem Leistungsniveau oder in der Jugend. Ein einfacher Weg, jemanden schneller zu machen, ist einfach ihn stärker zu machen. Jemanden stärker zu machen ist vor allem in der Beschleunigung, fast bei 100%, was den Übertrag angeht. Ja. Wenn wir zum Beispiel bei den Sommerolympischen Spielen alle Medaillen nacheinander 10 Meter sprinten lassen, dann wäre es nicht der Sprinter, der den 10 Meter Sprint gewinnen würde, sondern es wäre mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit der Gewichtheber oder einer der Werfer, die 10 Meter Sprint gewinnen würden, basierend auf den 10 Meter Seiten, die sie abrufen. Warum? Wenn der Gewichtheber natürlich gegen den 100-Meter-Sprinter die 100 Meter rennt, dann würde der Gewichtheber nicht gewinnen. Jedoch auf 10 Meter haben die Gewichtheber herausragende Zeiten. Warum? Da sie extrem hohes Level an Maximalkraft und Explosivkraft haben. Wäre ein Beispiel für jemand wie Sven mit 88, 90 Kilo, hat 160 Kilo in den Stand umgesetzt. Okay. Was eine sehr gute Leistung ist. Das ist Top-Top-Niveau. Auf Gewichtheben-Niveau mit hohen Leistungsniveau im Gewichtheben umsetzen in den Stand. Weiß nicht, wo der Weltrekord liegt bei einer 90 Kilo Gewichtsklasse, aber ich vermute irgendwo im Bereich von 220 Kilo. Ja. Das heißt, umsetzen in den Stand werden die irgendwo im Bereich von 200 Kilo machen. Das ist natürlich die Explosivkraft, Gewichtheberübung, die umsetzen im Stand, ein sehr guter Indikator für Explosivkraft. Sven hat eine hohe Explosivkraft, ein Gewichtheber hat eine deutlich höhere Explosivkraft. Das können wir einfach messen durch das Gewicht, das der Gewichtheber bei umsetzen in den Stand bewegt im Vergleich zu dem, was jemand wie Sven bewegt. Und gerade auch der umsetzende Stand ist ein ausgezeichneter Indikator für Sprungkraft und für Sprintschnelligkeit über die ersten 10 Meter. Das heißt, definitiv der erste Mythos ist, ich brauche kein Krafttraining, um schnell zu sein. Das ist simple Physik. Maximalkraft ist die Basis. Der zweite Punkt definitiv ist Regeneration. Und der am meisten vernachlässigte Faktor der Regeneration ist definitiv Schlaf. Nichts ersetzt guten Schlaf. Guten Schlaf definiere ich relativ einfach. Das ist, man geht vor 11 ins Bett, schläft innerhalb von 5 Minuten ein, schläft durch, ohne aufzuwachen und wacht morgens von alleine fit, ohne Wecker auf. Das heißt, Augen auf und go. Das sind die drei Indikatoren, die aus meiner Sicht guten Schlaf ausmachen. Zu viele vernachlässigen Schlaf als am Ende vom Tag bestes Mittel zur Regeneration. Okay. Und der dritte Faktor ist definitiv die Überbewertung von cleaner Ernährung. Das heißt? Beispiel, ein Sportler kommt zu mir und ich trainiere gerade ganz viel und ich bin super strikt, was bei meiner Ernährung angeht. Ich habe seit 8 Wochen keine Schokolade gegessen. Gut, ich bewundere die Motivation, das durchzuziehen, aber am Ende vom Tag hat es einen positiven Einfluss. Ich würde das ganz einfach beantworten mit nein. Ja, gerade sowas wie, ich esse gerade keine Schokolade, ich nehme meine Ernährung ernst. Gute Ernährung bedeutet nicht, keine Schokolade zu essen. Eine gute Ernährung in erster Linie bedeutet das zu essen, was ich essen muss, um zum einen zu regenerieren und zum anderen leistungsfähig zu sein. Das heißt, esse ich regelmäßige Mahlzeiten? Wie sind die Mahlzeiten zusammengesetzt? Welchen positiven Effekt haben die Mahlzeiten auf meine Leistung? Und wenn dann sowas wie Schokolade mal da ist, dann ist es auch nicht schädlich. Hab ich überhaupt kein Problem damit. Es ist ein Unterschied zwischen, ich habe irgendwie Nudeln zum Mittag gegessen, schlafe danach fast ein,
um vier ist Training und um drei habe ich zwei Kaffees, eine Zigarette und noch einen Schokoriegel. So eine Kombination, da würde ich sagen, die Schokolade weglassen, vielleicht die Zigarette weglassen und den Kaffee ist gut, vielleicht statt drei einen und einfach das Mittagessen ändern. Und wenn es dann mal abends eine Schokolade ist oder ein Eis ist, da habe ich kein großes Problem damit. Und sich zu motivieren, das nicht zu tun und dem zu widerstehen, ist nicht grundsätzlich was Positives. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung, sehe es oftmals sogar als negativ an, weil solche Restriktionen in der Ernährung automatisch Stress sind. So dies. Ich darf das nicht. Und dann ist die ganze Zeit der Fokus darauf, nee, ich darf das nicht. Anstatt den Fokus darauf zu legen, okay, wie viel Sportler, auch Leichtathleten, essen regelmäßige Mahlzeiten? Wie viel Sportler essen ausreichend Protein? Wie viel Sportler essen grundsätzlich ausreichend? Es gibt eine ganze Reihe Sportler, die zu mir Tag 1 kommen, die einfach deutlich zu wenig essen. Also die nicht dafür, genügend Kalorien aufnehmen für den Trainingsumfang. Genau, die nicht genug essen, nicht genügend Nährstoffe zuführen, um zu regenerieren von ihrem Training. Teilweise vor allem bei hohen Trainingsumfängen, der Nährstoffbedarf ist riesig. Und wenig zu essen, das ist wie, ne, ich habe einen Porsche und ich tanke viel zu unregelmäßig. Ja. Das ist natürlich okay. Ich brauche Treibstoff und Leistung zu bringen. Ja. Wenn ich dann den Porsche fahre mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer, nur dass ich wenig verbrauche oder ich kann ihn nicht schneller fahren, weil ich sonst mehr verbrauche, das macht keinen Sinn. Ja. Ein Leichtathlet und ein Porsche kann man sehr gut miteinander vergleichen. Das ist aber, es geht um Dynamik, es geht um Beschleunigung. Wir brauchen einen vollen Tank, dass wir Leistung bringen können. Und der Tank beim Leichtathleten ist definitiv Essen. Und viele sollten deutlich mehr essen, als sie tun. Und nicht so viel Fokus legen auf, oh, Schokolade ist schlecht, oh, Eis ist schlecht, sondern mehr Fokus legen, okay, das ist gut für mich. Vielleicht sollte ich ein klein wenig mehr Gemüse essen, vielleicht sollte ich regelmäßiger Protein zu mir führen, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, vielleicht sollte ich auch regelmäßiger essen, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, den einen oder anderen Snack einbauen. Also eher regelmäßig als eine große Mahlzeit am Tag. Vor allem, wenn das Trainingsvolumen höher wird, wenn vielleicht sogar teilweise zwei Trainingseinheiten da sind, dann sollten das definitiv mehrere Mahlzeiten am Tag sein, um genug Nährstoffe zuzuführen, dass der Tank voll ist und ich leistungsfähig bin. Also die Top 2 Mythen im Prinzip, Krafttraining ist unnötig und oder Top 3 sind es, Regeneration fehlt durch zu wenig oder unregelmäßigen Schlaf und die Fokussierung auf bestimmte Bereiche der Ernährung wird falsch gesetzt. Ja, das ist zu viel Teile der Ernährung werden dogmatisierend verteufelt. Dabei sollten wir mehr Fokus legen auf, okay, das ist gut für uns. Das muss ich mehr essen, das muss ich öfter essen. Wie trainiert man am besten Maximalkraft? Maximalkrafttraining, so wie das Wort schon sagt, ist die Steigerung der Maximalkraft. Wir trainieren Maximalkraft. Einer der häufigsten Missverständnisse ist hier mit Sicherheit, dass wir ausschließlich mit niedriger Wiederholung trainieren. Steigerung der Maximalkraft, wenn ich einen Anfänger habe und den 8 bis 12 Wiederholungen mache, was laut sportwissenschaftlichem Buch Hypertrophietraining ist und nicht Maximalkrafttraining ist. Ja. Und wenn ich im 8 bis 12 Wiederholungsbereich trainiere als Anfänger, steigere ich dann meine Maximalkraft. Definitiv. Ich werde stärker. Das heißt, es ist genau genommen Maximalkrafttraining. Es ist kein spezifisches Maximalkrafttraining, es ist jedoch Training, das indirekt meine Maximalkraft steigert. Das heißt, Anfänger, jemand mit einem niedrigeren Kraftlevel, starte ich im moderaten Wiederholungsbereich und je fortgeschrittener jemand wird, desto niedriger werden die Wiederholungen, desto mehr Sätze machen wir, desto weniger Wiederholungen machen wir. Während zum Beispiel bei Kniebeugen von Anfänger 6 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen, ausgezeichnetes Programm ist, um Maximalkraft zu erhöhen, ist es bei einem Fortgeschrittenen sowas wie 8 Sätze, 1 bis 3 Wiederholungen. Ja. Der große Fokus hier beim Training ist, wir müssen für Maximalkraftsteigerung müssen wir Gewichte steigern. Das heißt, beim Krafttraining, das ist eine Sache, die mir persönlich im Krafttraining sehr, sehr gut gefällt. Es gibt keine andere Form von Training, wo ich so ganz klar dokumentiert eine Progression in jeder einzelnen Trainingseinheit habe. Beim Krafttraining sehe ich ganz genau. Letztes Mal habe ich 100 Kilo für 10 Wiederholungen gemacht. Das heißt, heute muss ich entweder 102,5 für 10 machen oder ich muss 100 für 11 machen. Ja, es gibt keine andere Trainingsform, wo wir wirklich jede einzelne Trainingseinheit messbar einen klaren Fortschritt erzielen. Ja. Insbesondere im hohen Leistungsniveau. Bei sowas, zum Beispiel ein Sprinter, der läuft nicht die erste Trainingseinheit der Saison 10,63, die zweite Trainingseinheit 10,62, die dritte Trainingseinheit 10,61. So funktioniert das nicht. Nee. Beim Krafttraining funktioniert das aber genauso. Ja. Wir können jede einzelne Trainingseinheit, entweder wir steigern das Gewicht oder wir steigern eine Wiederholung oder vielleicht sogar reduzieren wir die Pause oder steigern Sätze. Es ist klar,
klar dokumentierter Fortschritt und wir müssen Fokus darauf legen. An dem Punkt, wenn wir keinen Fortschritt im Krafttraining machen, ist meine erste Frage, okay, was machen Schlaf und Ernährung? Ist es genug? Und meine zweite Frage ist, okay, ist der Trainingsplan an dem Punkt jetzt ausgereizt? Muss ich den Trainingsplan wechseln? Das ist für die regulären Trainierenden im Studio, ist es meistens 6 Einheiten pro Trainingsplan, da muss man den wechseln. Auf hohem Leistungsniveau, gerade in der Leichtathletik kann das auch sein, dass es schon nach 3 bis 4 Einheiten der Trainingsplan wieder gewechselt werden muss, weil kein Fortschritt mehr möglich ist. Bei meiner Recherche für diese Folge habe ich mir natürlich auch deinen Blog durchgelesen und dabei festgestellt, dass du einen ganz speziellen Ansatz hast, was das Krafttraining angeht. Also du beschreibst die Übung, sagen wir jetzt mal Kniebeugen, hast 8 Sätze, a 3 Wiederholungen und davor ist auch noch eine 4-stellige Zahl gesetzt. Ich habe dann gelesen, dass du anhand dieser Zahl die Ausführungsgeschwindigkeit regulieren kannst. Denn ich kannte den Ansatz so noch nicht, finde ihn aber sehr interessant. Kannst du da vielleicht kurz was sagen? Das Tempo, ich gebe das Tempo in einer 4-stelligen Zahl an. Die erste Zahl ist immer das Ablassen Gewichts. Die dritte Zahl ist das Anheben des Gewichts. Die zweite Zahl ist die Pause nach dem Ablassen. Und die vierte, die letzte Zahl ist die Pause nach dem Anheben. Das heißt Beispiel ein 4-0-1-0 Tempo ist 4 Sekunden Ablassen, 0 Sekunden Pause unten. Eine Sekunde hoch, 0 Sekunden Pause oben. Warum gebe ich das an? Ich muss es angeben, um den Trainingseffekt zu definieren. Wenn ich 10 Leute nehme und allen sage ich, okay, wir machen jetzt Kniebeugen, 10 Wiederholungen. Die erste Person macht ein 5-0-1-0 Tempo. 5 Sekunden ablassen, eine Sekunde hoch. Die zweite Person macht ein 1-0-1-0 Tempo. 1 runter, 1 hoch. Die dritte Person macht ein 3-0-3-0 Tempo. 3 Sekunden langsam ab, 3 Sekunden nach oben. Die vierte Person macht 4 Sekunden ablassen, 2 Sekunden Pause unten, 1 Sekunde hoch, 0 Sekunden Pause und so weiter. Das heißt, alle machen 10 Wiederholungen, alle machen unterschiedliches Tempo. Haben sie den gleichen Trainingseffekt? Nein. Definitiv nicht. Das heißt, wenn ich nur vorgebe, okay, das sind 10 Wiederholungen, dann überlasse ich dem Trainierenden, welchen Trainingseffekt er erzielt. Was grundsätzlich wenig Sinn macht, sondern ich als Trainer möchte mit meinem Programm ja den Trainingseffekt definieren. Vielleicht denke ich mir, dass es ein 3-0-1-0 Tempo ist und von meinen 10 Athleten machen dann auch 5 ein 3-0-1-0 Tempo, weil sie wissen, dass es ein 3-0-1-0 Tempo sein soll. Die anderen 5 machen irgendwas anderes. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die 5, die es genauso machen, wie es auf dem Plan steht, beziehungsweise genauso machen, wie ich es in meinem Kopf geplant habe, dass es ein 3-0-1-0 Tempo ist, haben dann Erfolge. Die anderen 5 haben weniger Erfolge. Das heißt, ich verwende Tempo, um klar zu definieren. Ein Beispiel, ich verwende ein Tempo wie ein 30-0-1-0. Das heißt, 30 Sekunden ablassen, 0 Sekunden Pause unten, 1 Sekunde hoch, 0 Sekunden Pause oben. Bei so einer Übung wie Klimmzüge oder Dips ist es ein ausgezeichnetes Tempo, um Maximalkraft zu steigern. Und dann machen wir natürlich nur eine Wiederholung, aber eine Wiederholung mit 3 Sekunden ablassen ist natürlich nicht eine Wiederholung mit 3 Sekunden ablassen. Ja. Das heißt, ich bin, was meine Trainingspläne angeht, bin ich sehr präzise. Ich gebe auch zum Beispiel an, im Rahmen der Mikroperiodisierung, wie das Gewicht für die eine Übung innerhalb eines Trainings gesteigert wird. Ob es entweder von Satz zu Satz hochgeht, von Satz zu Satz runtergeht, ob es das gleiche Gewicht für alle Sätze ist oder ob es sogar wellenförmig sich verändert. Auch das gleiche Spiel hier. Ich muss genau festlegen, wie jemand Gewichte wählt, um genau festzulegen, welchen Trainingseffekt erreichen wir. Okay, finde ich sehr interessant. Hatte ich so in dieser Form noch nie gesehen. Du hast auch eben angesprochen, dass Trainingspläne angepasst und verändert werden müssen mit der Zeit. Da geht es wahrscheinlich darum, um ja, Kraftplateaus zu überwinden, wenn man stagniert und ja, nicht auf das nächste Level kommt. Wie überwindet man dann sowas genau? Es gibt verschiedene Optionen, Kraftplateaus zu überwinden. Der erste, den ich grundsätzlich verwende, ist, den Bewegungsablauf zu analysieren. Grundsätzlich jeder Bewegungsablauf im Krafttraining hat 3 Punkte. Einmal die kontrahierte Position, einmal die mittlere Position und einmal die gestretchte Position. Meine erste Frage ist, in welchem Bereich bin ich am stärksten, in welchem Bereich bin ich am schwächsten? Wenn ich zum Beispiel die hintere Kette nehme, die für Sprint sehr wichtig ist, die kontrahierte Position zu überladen in der hinteren Kette, sind so Übungen wie Back Extension. Die überlädt primär den Bereich, an dem die Hüfte fast komplett gestreckt ist, beziehungsweise das letzte Drittel der Streckung. Dann den mittleren Bereich, wie zum Beispiel bei Übungen wie Kreuzheben oder Kniebeugen und dann ebenfalls die gedehnte Position, wie zum Beispiel bei rumänischem Kreuzheben oder Good Mornings. Wenn ich dann die hintere Kette stärken will, setze ich ins Verhältnis, was ist meine Leistung beim Back Extension im Verhältnis zum Kreuzheben, im Verhältnis zu rumänischem Kreuzheben und entscheide dann, okay, was ist das schwächste Glied, was ist der schwächste Bereich dieser 3 ja. Und dann den trainiere ich spezifisch. Denn grundsätzlich, eine Kette ist nur stark,
wie ihr schwächstes Glied. Und gerade im Krafttraining das schwächste Glied zu identifizieren und zu stärken, ist der einfachste Weg, die ganze Kette stärker zu bekommen. Beispiel im 100-Meter-Sprint ist primär aufgeteilt in drei Komponenten. Die Beschleunigung, den Top-Speed und Speed-Endurance. Das heißt, wie schnell beschleunige ich, wie schnell kann ich dann tatsächlich laufen und wie lange kann ich die Geschwindigkeit halten. Ja. Auch hier wieder wäre dann, für den Fall, dass ich Leichtathletik-Trainer wäre mit Sicherheit einen Ansatz zu identifizieren, kann er beschleunigen, wie schnell läuft er im Top-Speed, wie lange kann er den Top-Speed halten. Und dann zu schauen, okay, wo bin ich am schlechtesten und das spezifisch zu trainieren. Okay. Um so dann den Person schneller zu machen. Genau das gleiche mache ich im Krafttraining. Ich schaue mir den Bewegungsablauf an, welcher Bereich ist schwächer als der andere und dann den trainiere ich spezifisch. Ein anderer Weg, den natürlich auch sehr häufig weh ist, die Übungsprogression einen Schritt weiter zu machen. Wenn wir zum Beispiel wenn wir die Beine nehmen, Kniebeugen, Fersen erhöht, ist eine Übung, die ich sehr, sehr gern zu Beginn mache, weil sie viele Vorteile hat. Dann wechseln wir auf sowas wie Kniebeugen mit Fersen flach. Dann wechsle ich auf sowas wie Vollkniebeugen. Ein einfacher Weg, ein Plateau zu überwinden. Und wenn ich quasi eine Übung ausgereizt habe, gehe ich einfach in der Übungsprogression einen Schritt nach oben und nehme die nächst fortgeschrittene Übung. Ist ähnlich wie in der Schule. Wenn ich die erste Klasse abgeschlossen habe und das erfolgreich abgeschlossen habe, dann bleibe ich nicht noch ein zweites Jahr in der ersten Klasse, sondern gehe ich in die zweite Klasse, um den nächsten fortgeschrittene Wissen mir anzueignen. Wenn ich die zweite Klasse abgeschlossen habe, gehe ich in die dritte und so weiter. Das heißt, eine der zweiten Optionen, die ich sehr gern verwende, ist einfach in der Übungsprogression einen Schritt weiter zu gehen. Und ein dritter Weg, Kraftplateaus zu überwinden, ist bestimmte Tools zu verwenden. Zum Beispiel sowas wie eine Langhantel mit links und rechts Bändern, Gummibänder, die ich da verwende. Die Gummibänder ist relativ einfach. Sie verändern die Kraftkurve, die Widerstandskurve, die sich der Kraftkurve anpasst. Widerstandskurve bedeutet, wie verändert sich der Widerstand, wenn ich meine Übung ausführe. Wenn ich Beispiel Kreuzheben mache mit einer Langhantel, die Widerstandskurve ist eben. Das bedeutet, die Hantel wiegt unten 100 Kilo, die Hantel wiegt oben 100 Kilo. Ja. Da ändert sich nichts. Wenn ich jetzt zwei Bänder links und rechts drauf mache und die Bänder entweder im Rack festmache oder sogar mit den Füßen auf die Bänder draufstehe und dann die Langhantel anhebe, jeder Zentimeter, den ich die Langhantel anhebe, ist mehr Spannung auf den Bändern. Das heißt, von Zentimeter zu Zentimeter erhöht sich der Widerstand. Während ich unten vielleicht 10 Kilo Spannung habe, habe ich im obersten Punkt 50 Kilo Spannung. Das heißt, ich kann sowas verwenden, um spezifischer die Übung noch mehr zu überladen, okay, indem ich die Widerstandskurve anpasse. Und weitere Optionen sind Ketten und Bänder. Beides hat einen ähnlichen Effekt auf die Widerstandskurve. Habe ich noch andere Tools, wie so ein exzentrischer Haken. Das sind Haken, die links und rechts an den Langhantel rangehängt werden. Nachdem ich das Gewicht ablasse, klappen die Haken unten weg und dann hebe ich das Gewicht wieder an. So kann ich primär das Ablassen überladen. Oder auch ein anderes Tool, das ich sehr gern verwende, ein sogenanntes Full-Speed-Device. Das sind zwei Schlaufen mit unten Gewichten dran. Hänge ich links und rechts an die Langhantel. Dann lasse ich das Gewicht ab an dem Punkt, an dem das Gewicht den Boden berührt, quasi entlade ich die Langhantel. Und dann, wenn ich ganz unten bin und wieder nach oben komme, an dem Punkt, an dem das Gewicht abhebt vom Boden, belade ich die Langhantel wieder. Dann konnte ich auf deiner Seite auch noch den Kniebeugenurlaub finden. Habe mir das Ganze durchgelesen, fand das auch ziemlich geil. Erzähl doch mal kurz, worum es dabei geht. Der Kniebeugenurlaub war so eine Schnapsidee, die vor einigen Jahren mal kam. Im Endeffekt sind da ein paar Sachen zusammengekommen. Der Kniebeugenurlaub sind 18 Einheiten Kniebeugen in 6 Tagen. Das heißt, wir machen Kniebeugen dreimal am Tag. Es kam so zustande, dass ich einen Kunde hatte, der hat Urlaub und er fährt im Urlaub nicht weg, er bleibt hier, aber er hat sehr viel Zeit zu trainieren und er wird vor allem gerne seine Kniebeuge steigern. Wenn wir uns die Geschichte des Kniebeugens anschauen, vor allem im Gewichthebenbereich, die stärksten Kniebeuger waren die bulgarischen Gewichtheber. Da haben wir Gewichtheber wie zum Beispiel ehemaliger Weltrekordhalter Antonio Krastev, der Frontkniebeugen mit 420 Kilo gemacht hat. Oder auch Stefan Botev, der mit 95 Kilo Körpergewicht 380 Kniebeuge und 320 Kilo Frontkniebeuge gemacht hat. Oder Naim Süleymanoğlu, auch Olympiasieger, der mit gut 60 Kilo Körpergewicht 240 Kilo Frontkniebeuge gemacht hat. Also das Vierfache des Körpergewichts. Und wenn man sich die Trainingspläne analysiert, eine der Dinge, die bulgarischen Gewichtheber ausgemacht hat, was die Kniebeuge angeht, ist, sie haben relativ kurze Trainingseinheiten gemacht, jedoch 3 bis 4 Mal am Tag, 6 Tage die Woche. Wie in jedem Leistungssport, man hat sich natürlich hochgearbeitet.
Beispiel, wenn ich einen Marathon, wenn ich für einen Marathon trainiere und so war eine Weltmeisterschaft fahre, dann ist es nicht so, dass ich direkt damit anfange zu trainieren, indem ich einen Marathon laufe, sondern ich passe mich an das Trainingsvolumen an. Also für alle, die denken, oh, ich muss 3 bis 4 Mal am Tag, 6 Tage die Woche für immer Kniebeugen machen. Zum einen zeitlich funktioniert das, zum anderen die Volumentoleranz ist nicht da. Der Fazit war jedoch, eine recht hohe Frequenz an Kniebeugen ist ausgezeichnet, um Kniebeugenleistung zu steigern. Geht auch für die Kniebeuge besser als für jede andere Übung. Die meisten anderen Übungen bringen zu viel Ermüdung mit sich. Wenn ich jetzt 6 Tage die Woche, 3 Mal am Tag Klimmzüge mache und jedes Mal zum Maximum gehe in jeder Einheit, ich werde mich nicht steigern, die Leistung wird sogar runtergehen. Bei sowas wie Kreuzheben, da wird mein Unterrücken sagen, okay, sorry, das war's. Wenn ich sowas mit Bankdrücken mache, da werden meine Schultern relativ schnell sagen, okay, das war jetzt einfach zu viel. Die Kniebeuge toleriert diese Frequenz und dann sind es 3 relativ kurze Einheiten am Tag. Das sind morgens 40 Minuten, mittags 25 und nachmittags nochmal 15. Und in den 6 Tagen habe ich einen Fortschritt von circa 4 bis 6 Wochen Training. Also, wow, das ist enorm. Also, ja, es ist ein einfacher Weg in relativ kurzer Zeit. Ich sehe es als recht zeitgemäßen Trainingsweg an. Ich sage, okay, ich nehme jetzt 1 Woche Zeit, Vollgas, Training ist Fokus, Urlaub, weil es ist nicht möglich, währenddessen zu arbeiten. Auch wenn es nur 3 Einheiten am Tag sind, die Zeit zwischen den Trainingseinheiten brauche ich, um zu essen und mich auszuruhen. Ansonsten, es funktioniert nicht. Und es ist ein einfacher Weg, in 6 Tagen Training den Fortschritt von 4 bis 6 Wochen zu machen. Es funktioniert sehr gut, weil die Frequenz so hoch ist. Hat sich mittlerweile auch. Also es gibt auf jedem Kontinent Personen, die den Kniebeugenurlaub schon durchgemacht haben. Das war vor einigen Jahren so etwas, was mich international bekannt gemacht hat. So eine verrückte Geschichte, die Leute ausprobiert haben. Und da hatte ich zum Beispiel der eine, der hat eine modifizierte Variante des Kniebeugenurlaubs gemacht. 10 Sätze, 10 Wiederholungen der letzten Einheit des Tages. Und er hat innerhalb von 1 Woche die Leistung um 40 Kilo gesteigert. Das ist enorm. Das ist eine Wahnsinnssteigerung. Ja. Das ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Die meisten steigern ihre Kniebeugenleistung innerhalb der 1 Woche um 15 bis 20 Kilo. Okay, das ist auch so ein noch durchschnittliches Ergebnis. Das ist das Ergebnis von 4 bis 6 Wochen regulärem Training. Ja. Nur eben in dem Fall innerhalb von 6 Tagen. Kniebeugenurlaub hat sich sehr gut verbreitet, weil er einfach funktioniert. Und auch gerade, wenn man ihn nicht alleine macht, sondern in der Gruppe, ist es eine ganz unterhaltsame Trainingswoche. Ich kenne sogar einige, die in Urlaub gefahren sind, wo ein Gym war und quasi ihr Urlaub hat aus Kniebeugenurlaub bestanden. Der in irgendeiner Location, die warm war mit Sonne und dann mit ein paar Freunden und in der Zwischenzeit nochmal an den Strand gelegt. Ja. Dann komme ich jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist meine erste: Was war bisher dein größter beruflicher Erfolg? Ich hatte schon einige Erfolge, da jetzt einen rauszustellen, ist natürlich schwierig. Wenn ich es auf einen reduziere, würde ich die Zusammenarbeit mit einem U18-Rugby-Nationalspieler 2010, 2011 nennen, der definitiv für mich wegweisend war. Das war ein U18-Rugby-Nationalspieler, der damals gerade 16 war und zu mir kam und Kraft und Masse aufbauen wollte. Und innerhalb von einem halben Jahr in Vorbereitung auf die Europameisterschaft über 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut hat, von 110 Kilo auf 200 Kilo Kniebeuge ging, von 100 Kilo auf 150 Kilo Bankdrücken mit Schulterbreite im Griff ging, und auch einen Before- und After-Bild hatte. Für eine Sache, für die ich auch bekannt geworden sind diese Vorher-Nachher-Bilder. Ja. Das war eines der ersten, die ich hier veröffentlicht habe und definitiv das die größte Welle geschlagen hat. Frederik Lüttke, für jeden, der auf meiner Seite Before and After anschauen will, das ist ganz weit unten. Das ist von Anfang 2011, wenn ich mich richtig erinnere, März 2011 war die Europameisterschaft. Da sieht auf dem linken, auf dem Vorherbild aus, als wäre er 13 und auf dem Nachherbild sieht er aus, als wäre er 25. Natürlich ist ein halbes Jahr dazwischen. Und das war auch so ein Punkt, die Before- und After-Bilder. Früher habe ich sie gelegentlich bei einzelnen Projekten gemacht. Nachdem er dann einen großen Erfolg hatte, das natürlich dann auch meine Arbeit ein bisschen daraus getragen hat, weil viele dann kamen und sagen, okay, was macht er? Wie kann das sein, dass jemand mit 16 so eine körperliche Veränderung durchläuft? Ja. War dann der Punkt, wo ich dann im Endeffekt von jedem Kunden, seitdem mache ich von jedem Kunden Bilder. Frederik, mittlerweile ist dann in die USA, hat dann Rugby in Deutschland aufgehört, ist zum Studium in die USA, hat sich dort mit einer 11-0 ohne jegliches Sprinttraining für das Leichtathletikteam der Universität qualifiziert, hat dann war ich in Leichtathletik dort in den USA gemacht und hat jetzt ist wieder zurück in Deutschland und fährt Bob und ist direkt in seinem ersten Jahr Bobfahren deutscher Meister geworden.
Es ist weniger die genetische Grundlage, sondern es ist eine sehr methodisch strukturierte und sehr ambitionierte Herangehensweise ans Training. Das war auch einer der Gründe, warum er damals so einen riesen Fortschritt im Krafttraining gemacht hat. Er hat Krafttraining sehr ernst genommen, hat Essen sehr ernst genommen. Und ich arbeite immer noch mit ihm. Also ich schreibe seit 10 Jahren seine Trainingsprogramme, gebe seit 10 Jahren Feedback zur Übungsausführung, Ernährung, Regeneration. Und wenn ich einen Erfolg rausstellen würde, dann definitiv diese 10-jährige Zusammenarbeit mit Ja. ihm, auf Basis von quasi mit diesem ersten halben Jahr, das viel besser nicht hätte nicht laufen können. Also kann ich mich noch erinnern. Ich weiß noch, wie ich hinter ihm gestanden bin, als er hier drin mit 16 Jahren 200 Kilo Kniebeuge gemacht hat. Da war ich dann schon so, okay. Das ist beeindruckend, also. Es funktioniert. Und auf der anderen Seite dein größter Misserfolg? Ich hab regelmäßig Ideen. Und hoffe, sie funktionieren. Einige Ideen haben weniger funktioniert. Eine Sache, an der ich schon lange arbeite, die ich bisher immer noch als massiven Misserfolg einstufe, ist eine Online-Education-Plattform. Da bin ich seit 3 Jahren dran. Dieses Thema Internet und Online-Education. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, jetzt haben wir den nächsten Schritt, kommt dann der nächste Rückschlag. Das ist immer noch ein großes Thema. Gerade Technologie ist ein limitierender Faktor. Dafür, wie viel Zeit ich investiert habe, ich habe noch nicht aufgegeben. Es soll sie bald geben. Im Endeffekt kein Ersatz für meine Live-Seminare, sondern im Endeffekt eine Schicht an Education unter den Live-Seminaren, was Online-Seminare von 1 bis 2,5 Stunden sind, die man dann auch einmal ein regnerischer Sonntag, was mache ich heute? Ah, da gibt es ein Seminar zum Thema Neurochemie oder es gibt ein Seminar zum Thema Darmgesundheit. Das ist seit 3 Jahren in Planung. Bisher ist es mehr durch Misserfolg gekennzeichnet, als also, es ist noch nicht online. Okay, aber gut, das kann sich ja dann auch immer Es noch ändert ändern. sich hoffentlich, aber das ist definitiv so ein Ding und ich habe es nicht aufgegeben, weil ich dann der Meinung bin, okay, das ist die Zukunft. Aber die Technologie, die wir jetzt zur Verfügung haben, in kleinen Details, funktioniert noch nicht. Okay. Nochmal ganz kurz zurück zum Training. Persönlich deine Lieblingstrainingsübung? Ich bin sehr großer Fan des Kreuzhebens. Das war eine Übung, die ich relativ viel gemacht habe. Aber definitiv ist das Langhantel-Flachbankdrücken. Wer macht nicht gerne Bankdrücken? Ja. Und ich bin ebenfalls ein großer Freund von jeder Form des Griffkrafttrainings. Das sind die Sachen, die ich in meinem eigenen Training am liebsten selbst mache. Okay. Und um welche Trainingsmittel würdest du am liebsten großen Bogen machen? Alle Sätze mit mehr als 6 Wiederholungen. Okay. Ab da wird's Ausdauertraining. Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen? Du hast ja schon viele trainiert, hast eben von dem Rugby-Spieler erzählt. Was würdest du diesen Jungs, diesen Mädchen mitgeben wollen? Trainingsmethoden müssen adaptiert werden, denn der Körper adaptiert. Das ist, wenn wir das Schulbeispiel nehmen, jemand, der in der ersten Klasse oder in der Grundschule unterrichtet, muss anders unterrichten als in der Mittelschule, muss anders unterrichten als in der Oberschule, muss anders unterrichten als auf Universitätsniveau. Und oftmals bei jungen Athleten ist so, oh, ich mache das, was die ganz Großen machen. Das funktioniert, jedoch relativ selten. Oder ich mache das, ja, das hat ja am Anfang auch funktioniert. Und dann funktioniert es nicht mehr. Trainingsmethoden müssen adaptiv sein und am Ende vom Tag Pragmatismus ist entscheidend. Funktioniert es, weitermachen. Funktioniert es nicht, müssen wir was ändern. Ja, anstatt sich fokussieren auf, okay, ich will Golf spielen, Tiger Woods hat das gemacht, also mache ich das auch. Das ist natürlich ein logischer Ansatz, der zu Beginn größtenteils funktioniert. Tiger Woods hat sehr früh angefangen mit Golf und hat sehr viel Golf gespielt. 8 bis 10 Stunden am Tag. Als 4-, 5-, 6-Jähriger. Natürlich werde ich dann besser in Golf, aber es funktioniert nur zu einem gewissen Maß. Das ist die große Frage ist, okay, welche Grundprinzipien haben wir? Und dann ist die Frage für jeden einzelnen Sportler, okay, was ist mein limitierender Faktor? Was muss ich machen, um besser zu werden? Und das wird dann bestimmt über, ich brauche irgendeine Form von Daten und Buchhaltung, die genau sagt, okay, wo stehe ich jetzt? Ich verwende Trainingsmethode X, verbessert sie mich, ja oder nein? Nein, muss ich was ändern? Ja, weitermachen. Pragmatismus ist einer der entscheidendsten Faktoren für Erfolg im Sport oder Erfolg generell. Wolfgang, vielen Dank für dieses Interview. Benjamin, vielen herzlichen Dank. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.